Hey Leute, hier ist LineGamer1 und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Landwirtschaftssimulator 15 Forstwirtschaft hier auf der wunderschönen Map to Rivers. Ja, und im letzten Teil, da haben wir mit dem Ponzi Scorpion King, dem Harvester, den ihr da hinten stehen seht, einige Bäume hier im Wald gefällt. Ich glaube, es waren um die 5-6 Bäume, die wir hier gefällt haben und dann in Baumstämme zurechtgeschnitten haben. Und so haben wir die Baumstämme, glaube ich, von den meisten haben wir sie in 5 Meter zurechtgeschnitten, dann am Ende noch ein paar zu 6 Metern Länge. Genau, und die ganzen Baumstämme liegen jetzt hier noch überall verteilt auf so Haufen herum. Hier haben wir welche, da liegen noch ein paar, da hinten liegen noch ein paar, da weiter hinten im Wald liegen noch welche, da hinten liegen noch welche. Also haben wir noch einige hier zu verladen und genau das werden wir jetzt auch in dem Teil machen. Und mal gucken, wie weit wir in dem Teil kommen werden. So, einmal Handbremse lösen, was wir auch mal anmachen können, ist der Allrad. Machen wir mit Shift 4. Differentialsperre brauchen wir jetzt nicht. Genau, und dann lass uns mal weiter verladen. Wir nehmen jetzt erstmal von da hinten weiter Bäume. Wobei wir können die Gasannahme ruhig mal ein bisschen wieder hoch machen. Damit er ein bisschen besser jetzt beschleunigt. Weil wir haben jetzt halt auch noch ein paar Strecken immer zu fahren. So, da ist auch noch ein Ast dran. Den können wir schon mal wegmachen mit der Kettensäge. So, genau. Und da habe ich mir überlegt, dass ich euch jetzt als nächstes in den nächsten Teilen, also in dem Teil fange ich damit an und dann in den nächsten Teilen werde ich wahrscheinlich dann weitermachen, dass ich mal euch ein bisschen was über Holzvollernter erzähle. Also das ist so ein Harvester, so ein Ponzi Scorpion King gehört ja zu den Holzvollerntern. Die werden auch Waldvollernter oder Kranvollernter und in Englisch halt Harvester genannt. Genau. Und dass ich euch über diese Fahrzeuge, über die Harvester, halt über die Holzvollernter, so wie der Ponzi Scorpion King einer ist, dass ich euch darüber mal ein bisschen was erzähle, dass wir da auch ein bisschen mehr über dieses Fahrzeug wissen, über den Einsatz, wie man das unterteilt, also wie das eingesetzt wird, wie das genau vielleicht ein bisschen aufgebaut ist und so weiter und so fort, über die Ausstattung. Und wir haben eine große Nachfrage für Kartoffeln, aber das bringt uns nichts. Wir haben ja hier nichts mit Kartoffeln zu tun. Und mit Holz, mit große Nachfrage nach Hackschnitzeln wäre mal ganz cool. Genau. Und da habe ich mir überlegt, dass ich euch heute in dem Teil ein bisschen was darüber erzähle. Dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Und dann mache ich dann damit in den nächsten Teilen. Beziehungsweise immer, wenn es halt passt, dass ich euch weiter darüber was erzählen kann, erzähle ich euch genau weiter was über Holzvollernter bzw. Harvester. Oh, hier muss man echt immer aufpassen. Scheiße. Ich fahre hier jedes Mal dagegen. Muss man echt verdammt früh schon bremsen, weil es hier einfach so runter geht, seht ihr auch hier. Und da ist der Bremsweg einfach nochmal viel länger. Genau, die Informationen, also was ich euch hier über Holzvollernter erzähle, die Informationen dazu, habe ich alle hier von Wikipedia. Genau, und da können wir hier nebenbei schön verladen. Ich erzähle euch was über Holzvollernter. Also, genau. Also die werden einmal Holzvollernter, Waldvollernter oder Kranvollernter genannt. Und wie gesagt, in Englisch halt Harvester. Und das sind, so bezeichnet man spezielle Holzerntemaschinen. Und die Maschine, die fixiert die Bäume, die fällen sie und können die Stämme entasten und für den Abtransport mit dem Forwarder dann ablegen, genau. Also Forwarder ist ja dann halt zum Beispiel der Ponze Buffalo hier aus dem Spiel, den es ja auch im Spiel gibt, wo man halt, der halt dann in den Wald reinfährt, die Bäume halt dann zum Waldrand bringt, sozusagen an den Rand vom Wald bringt, beziehungsweise dahin, wo halt dann die LKWs die Baumstämme dann abholen. So, den dicken machen wir jetzt auch mal hier rein, weil jetzt haben wir beides in der Poltergabel. Dann nehmen wir auch beides jetzt hier rein. So, genau. Werden gleichzeitig dann noch die Äste zu Hackschnitzeln zerkleinert, so wie wir es jetzt hier auch haben, spricht man von einem Hackschnitzelharvester. Okay, also, beziehungsweise ich weiß es nicht, aber die Äste werden ja hier, also er wird ja entastet, ne? Warte mal. Also hier im ersten Satz auf Wikipedia steht ja, also beziehungsweise in der Beschreibung, die Maschine fixieren die Bäume, fällen sie und können die Stämme entasten für den Abtransport mit dem Forwarder ablegen, ja? Und dann steht da im nächsten Satz, werden gleichzeitig noch die Äste zu Hackschnitzeln zerkleinert, spricht man von einem Hackschnitzelharvester. Aber ich weiß nicht, ob dann der Scorpion King auch ein Hackschnitzelharvester ist. Falls ihr es wisst, schreibt es mal in die Kommentare, würde mich interessieren, weil ich meine jetzt nicht unbedingt, der entastet zwar, aber das ist hier nicht gleich zu Hackschnitzeln, oder? Gut, es liegt halt dann alles auf dem Boden halt, dann verteilt vom Wald. Keine Ahnung. Na gut, machen wir weiter. Der Bremsweg ist aber auch lang. Als schwere Waldmaschinen benötigen sie ein engmaschigeres Rückegassennetz als die hergebrachte Bearbeitung und ermöglichen. Was? Als schwere Waldmaschinen benötigen sie ein engmaschigeres Rückegassennetz als die hergebrachte Bearbeitung und ermöglichen es einige Arbeitsschritte wie Zuordnung der Holzschnitte zu sogenannten Sortimenten sofort an Ort und Stelle zu erledigen. Achso, wahrscheinlich ja halt für die bestimmte Größe und sowas, dass man das halt gleich alles dann bestimmt und sowas.
So, die da hinten, da haben wir noch einen dicken, der kommt noch hier in den Holzcontainer. Der andere kommt dann da links in die Runge. Sie haben die Forstbewirtschaftung weltweit verändert und beschleunigt. In Deutschland wurden sie erstmals in großem Umfang zur Aufbereitung der Windwürfe durch Orkantiefs. Gut, die sind jetzt einige aufgelistet, die muss ich jetzt nicht alle vorlesen. Genau, also da wurden die anscheinend das erste Mal in Deutschland so richtig eingesetzt, nach den Orkantiefs. Eingesetzt, seither nimmt der Anteil der Holzvollernte am, Holzvollernte am Einschlagvolumen beständig zu, was auch wegen der verringerten Unfallrisiken sinnvoll erscheint. So, soviel erstmal hier auf Wikipedia, was da steht als Einleitung hier zu den Holzvollerntern. Und genau, dann machen wir mal weiter jetzt mit der Ausstattung. Heute werden überwiegend folgende Holzvollerntertypen eingesetzt. Landläufig entsprechend der Definition einer Maschine, die mehrere Arbeitsschritte durchführt, auch als Prozessor bezeichnet in der Reihenfolge ihrer Häufigkeit. Also, einmal gibt es den Typ den Radholzvollernter mit 2 bis 4 Achsen, dann den Bagger mit Holzvollernterkopf und Raupenfahrwerk, den Schreiter ebenfalls mit Holzvollernterkopf und Füßen bzw. Stelzen und selten auch Schiebeholzvollernter mit in Fahrtrichtung verschiebbarer Hinterräder. Okay, krass. Das sind also die verschiedenen Varianten, die es da gibt. Ich gehe mal davon aus, dass wir den Radvollholzernter jetzt hier mit 2 bis 4 Achsen, wir haben ja 4 Achsen, dass wir jetzt hier so einen Radvollholzernter haben. In der Forstwirtschaft werden Holzvollernter vor allem für Nadelholz eingesetzt. Beim Laubholz ist die Entastungsqualität unbefriedigend. Es gibt spezielle Ausführungen für den Einsatz in schwachem, mittlerem und starkem Holz, okay? Genau, wir nutzen ihn ja hier auch nur für Nadelholz. Wir können ihn ja hier im Landwirtschaftssimulator 15 auch gar nicht für Laubbäume verwenden, da der das erst gar nicht umgreifen kann, beziehungsweise, ja, das ist ja dann nochmal alles so verzweigt. Ich könnte mir auch gar nicht vorstellen, wie der das dann machen soll mit dem Entasten. Also der könnte höchstens den Baum fällen, aber dann weiter verarbeiten kann der ja nicht mehr. So, mal gucken, wie viel wir jetzt hier reinkriegen in die Poltergabel. Alles, alles! Ja. Gut, bis auf das kleine Stück da. Geil. Das kommt alles in den, in das Dings hier in den... Oh, er rollt noch. Er rollt noch. So, jetzt ist alles weg. Nee, da ist noch was. Er rollt noch weiter. Ihr seht halt, hier geht es halt richtig bergunter, deswegen. So, das kommt alles hier rein in die Runge. Da haben wir auch wieder ordentlich was zu häckseln dann. So, genau. Weiter geht's. Die Maschinen besitzen meist einen zwischen 10 bis 15 Meter langen Kranarm. An dessen Ende ein Fellkopf, in Klammern Prozessor, also dieses Harvestergerät, was mit dem wir halt die Bäume da immer umgreifen und dann durchsägen. So wird das genannt. Ach komm, wisst ihr was? Das schieben wir jetzt einfach hier in den Wald weg. Das ist mir jetzt zu blöd. Das ist unnötig, das jetzt nur zu verwenden. Vielleicht häckseln wir das irgendwann mit der Fräse mal weg oder so. Das ist mir jetzt zu blöd, den noch zu verwenden. So, da haben wir die nächste Ladung. Das wird auch jetzt weiter verladen. Weiter geht's. So, genau, an dessen Ende der Fellkopfprozessor frei beweglich montiert ist. Der Fellkopf ist mit Vorschubrädern Walzen. Genau, warte mal, das können wir uns gleich kurz mal angucken. Komm, das machen wir auch nochmal hier zum Häckseln. Haben wir mal ein paar dicke, nochmal einen dickeren auch nochmal mit zum Häckseln. Hier mal ein bisschen mehr. Der Holzcontainer ist ja schon wieder fast voll. Das ging ja echt verdammt schnell letztes Mal im letzten Teil mit dem Bäume fällen. Gucken wir uns das mal kurz an, wenn wir jetzt hier schon über den Prozessor reden. Der Fellkopf ist mit Vorschubrädern Walzen, die haben wir hier, das sind die da wahrscheinlich. Messeinheit, die wird da irgendwo drin sein, um halt zu wissen, wie lang wahrscheinlich schon der Baum ist, wie lange schon da durchgeschnitten wurde. Hydraulisch angetriebene Kettensäge, die haben wir da unten, seht ihr da? Nicht hier, sondern da unten, das ist die Kettensäge hier. Und Entastungsmessern ausgestattet. Die sind dann wahrscheinlich irgendwo hier in der Seite halt da, um dann halt da die Äste wegzumachen. Genau. Statt einer Kettensäge ist in seltenen Fällen auch ein Kreissägeblatt verbaut. Manche Maschinen sind mit entsprechend sind mit entsprechend der Steigung neigbaren Kabinen ausgerüstet. Okay. Also die können dann halt hoch oder runter bewegt werden. Bei anderen kann die gesamte Maschine trotz Geländegängigkeit. Wartet, muss ich auf die nächste Seite gucken. Ich habe mir das nämlich hier ausgedruckt. Dann kann ich das nämlich besser nachgucken, als wenn ich es auf dem Handy nebenbei habe, weil dann könnte ich gar nicht hier noch nebenbei irgendwie mit dem Traktor das verladen. So. Ich hänge mir das dann hier so rechts neben an meinen zweiten Bildschirm. Da kann ich das dann gut nachgucken. So. So waren wir jetzt. Mal kurz gucken, wie der letzte Satz war.
Bei anderen kann die gesamte Maschine trotz Geländegängigkeit in die Horizontale gebracht werden. Eine Klimaanlage ist eingebaut, häufig auch eine automatische Vorheizung des Hydrauliköls und der Kabine vor Arbeitsbeginn. Naja, ist doch schon mal ganz gut. Radholzvollernter besitzen Niederquerschnittsreifen bis 70 cm Reifenbreite zum bodenschonenden Einsatz. Also damit die Auflagsfläche wahrscheinlich möglichst groß ist, halt, wo die Reifen halt möglichst groß ist, genau, wo die halt den Boden da berühren und somit halt dann möglichst wenig Last auf dem Boden damit ausgeübt wird. Bei Nässe oder Schnee können zusätzliche Ketten und beziehungsweise Metallbänder angebracht werden. Genau, wir haben jetzt hier jetzt nichts mehr dran. Brauchen wir jetzt auch nicht. Ist hier standardmäßig in LS15 ist er ja so mit Ketten da so ausgestattet. Ich finde ihn ohne Ketten jetzt irgendwie besser. Sieht, finde ich nochmal besser aus. So. Sowas wie wir jetzt hier liegen haben, wäre halt echt cool mit dem Radlader so einer großen Poltergabel gleich so drei oder zwei Baumstämme auf einmal zu nehmen. Aber es geht halt jetzt hier leider mit der nicht. Wobei doch, wir kriegen zwei rein. Komm schon. Ja, bäm. Oder auch nicht. So, es wird auch langsam dunkel. Wir haben jetzt gleich 18 Uhr. So, wo waren wir? Trotz dieser Ausstattung, also trotz der Ausstattung von Ketten und Metallbändern, sind auf weichen Boden erhebliche Schäden nicht ausgeschlossen. Teilweise wird von Fahrspuren mit bis zu 70 cm Tiefe berichtet. Alter, 70 cm, Leute, das ist schon... Das ist mehr als ein halber Meter. Also, seht ihr mal, das hat halt ordentlich Gewicht, das Fahrzeug, das drückt dann schon ganz schön da rein, ne? Die Motorleistung kleinerer Modelle liegt bei 120 kW. Spezialmaschinen können weit über 220 kW erreichen. Der Mittelwert beträgt rund 170 kW für mittelstarke Waldbestände. Die Kraft wird ausschließlich hydraulisch übertragen. Die Steuerung aller Funktionen erfolgt elektrisch bzw. mit hydraulischer Vorsteuerung. Also sind überall dann so Hydraulik. In den Schläuchen ist halt überall da Hydrauliköl dann drin. So, jetzt kommen aber die zwei auf einmal. Komm schon. Bleib drin! Na, schade doch nicht. Da wollte er nicht, dann halt nicht. Genau, wo waren wir? Die sehr umfangreiche Hydraulikanlage muss nach neuesten PEFC und FSC, was immer das ist, Standards mit biologischem abbaubaren Ölen befüllt sein. Achso, ja, wahrscheinlich, weil das halt da im Wald ist. Und dann, falls da was austritt oder so, damit es halt nicht irgendwie schlecht für den Wald ist oder so. Genau, dass es halt möglichst schonend und so weiter ist. Falls da Öl oder sowas austritt, ein Leck im Hydraulikschlauch oder so, damit da halt nichts passiert. Oh, ich finde es richtig gut, dass wir die Runge haben. Guck mal, das sieht echt gut aus hier. Schön ordentlich zusammengestapelt, so als hätten wir das nie so ordentlich neben den Jenshacker tun können, hätten wir diese Runge nicht. Und wir haben in dem Teil echt schon ordentlich viel verladen, muss ich sagen. Kommen gut voran. Der war jetzt irgendwie nicht so gut hier. Ich wollte ihn eigentlich mehr mittig greifen, deswegen habe ich nochmal rausmachen wollen. Nehmen wir erstmal den da. So, okay, wo waren wir weiter im Text? Schon einiges gelernt heute über Harvester. Eine Vakuumpumpe verringert bei Reparaturen den Austritt von Öl. Zudem ist der Kran mit einem Absperrventil oder Hahn versehen, der den Ölzufluss zum Aggregat schließt und so bei einer Havanerie des Öls und so bei einer Havanerie das Öl zurückkehrt. Also so, falls irgendwie aus austritt, wahrscheinlich, dass halt einfach nicht dann weiter das Öl noch mehr austritt. So, ich glaube, wir können hier noch einen draufladen, dann muss das schon wieder wegtransportiert werden. Dann können wir schon wieder was verkaufen und es ist erst, ich glaube, drei, vier Teile erst her, die wir das letzte Mal Holz verkauft haben. Geht richtig schnell. Vielleicht können wir jetzt mal bald mal wieder das häckseln. Den tun wir jetzt noch da zu dem Dings rein. Der andere kommt dann noch in die Runge. Dann haben wir noch an zwei Stellen woanders hier im Wald noch was liegen von Bäumen. Genau. So, gucken wir mal, wo waren wir weiter. Baggerholzvollernter besitzen überwiegend zur Seite abgeflachte Ketten mit abgerundeten Stegen. Zur Verringerung von Boden- bzw. Bestandsschäden. Schäden in den Waldbeständen treten in der Regel in Form von unterirdischen Wurzelrissen als Folge von Scherkräften auf. An den Forstwegen entstehen bei Drehbewegungen Schäden an der Deckschicht. Achso, ja genau, wir haben ja hier das so mit dem... Alter, Bremsen! Alter, das ist echt so verdammt lang jetzt der Bremsweg da durch. So, wie, du rollst uns da jetzt drüber weg. Ja, er liegt noch drin. Er liegt noch drin. Ach komm, einer passt noch rein, wobei der andere kommt jetzt noch in die Runge, ist der Teil schon wieder zu Ende. Genau, deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt auch nicht mehr hiermit weiter jetzt mit dem Holzvollernter, sondern im nächsten Teil. Da haben wir schon einiges jetzt wirklich über Holzvollernter gelernt, wobei, nein, den müssen wir wegmachen, sonst kommen wir mit dem Traktor nicht an den
Jens Hacker dran. Genau, das mit den Drehbewegungen ist halt dann wahrscheinlich genau mit dem Knickgelenk und so. Das haben wir da schon bei dem Scorpion King auch schon gesehen, dass er halt da immer so beim Knickgelenk immer sich so dreht. Und dann halt, wenn der auf der Stelle oder sowas macht oder halt irgendwie genauso dreht, dann kann das halt auch nochmal anscheinend zu Beschädigungen am Boden kommen, genau. Ja Leute, ich würde aber sagen, das war es an der Stelle schon wieder von dem Teil hier, von Let's Play Landwirtschaftssimulator 15 Forstwirtschaft. Wenn euch das auch gefallen hat, hier mit den Informationen, die wir jetzt hier über den, über Harvester mal so bekommen haben und den, ja genau, wenn ihr es auch gut findet, dass ich euch hier mal ein bisschen was über Harvester erzähle, dann zeigt es mir auf jeden Fall mit einer positiven Bewertung. Oder auch wenn euch der Teil gefallen hat, drückt den Daumen nach oben, würde ich mich riesig drüber freuen, dann hören wir uns im nächsten Teil wieder. Ich hoffe, ihr seid wieder dann dabei, wenn wir hier weiter im Wald arbeiten, müssen wir mal gucken, was wir als nächstes machen, ob wir dann vielleicht sogar wieder hier mal ein bisschen Holz wegbringen. Weil das ist eigentlich so gut wie voll, das müsste eigentlich mal wieder weg und... Oder ob wir mal wieder ein bisschen hier was häckseln oder erstmal... entweder wir bringen alles weg oder wir häckseln erstmal hier, weil die anderen können wir ja noch nicht irgendwo hier reinlagern. Genau, das werden wir beim nächsten Teil sehen, wie es dann weitergehen wird. Das war es an der Stelle von dem Teil hier von Let's Play Landwirtschaftssimulator 15 Forstwirtschaft. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute, haut rein, euer Line Gamer 1. Ciao.